Was geht ab, Freunde, Meteor am Start? Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PMTV. Und heute gibt es ein neues Video zu einem aktuellen Thema. Ich habe mich passend gekleidet. Und ja, heute werde ich einer von 80 Millionen Bundestrainern hier in diesem Land sein. Jogi Löw hat vor 2 Tagen seinen Kader nominiert für die anstehende EM. Und ich werde einfach meine Startelf zusammenstellen. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Noch gespannter bin ich aber, was ihr anders machen würdet. Deswegen schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und wir fackeln gar nicht lange rum. Lasst auf jeden Fall ein Like da, falls ihr weitere solche Videos sehen wollt. Falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, wir fangen an. Es gibt natürlich die eine oder andere Position, wo man natürlich ein bisschen diskutieren kann, denke ich. Aber ich werde nach bestem Wissen und Gewissen meine Startelf zusammenstellen. Im Tor fangen wir an. Ich glaube, das ist unumstritten. Da wird Manuel Neuer im Tor stehen. Gerade weil Marc-André Ter Stegen sich jetzt auch einer OP unterzieht und gar nicht erst mit zur EM reist. Deswegen glaube ich, dass es da keine 2 Meinungen gibt und Manuel Neuer wird im Tor der DFBF stehen. In der Abwehr kann es natürlich hier und da zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich habe mich entschieden in der Innenverteidigung für Mats Hummels und Antonio Rüdiger. Ja, warum habe ich es gemacht? Ich glaube, Mats Hummels kommt nicht ohne Grund zurück. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass er eine der Stützen in der DFB-Mannschaft sein werden. Und Antonio Rüdiger, muss ich sagen, er hat sich in der Saison sehr gut entwickelt. Er hat seine Leistung wiedergefunden und auch in letzter Zeit einfach überragend gespielt bei Chelsea. Und wie soll man es sagen, er strotzt vor Selbstbewusstsein und ich glaube, er ist der passende Mann für unsere Innenverteidigung. Auf der linken Seite habe ich mich für Marcel Halzenberg entschieden von RB Leipzig. Warum, denkt ihr euch da jetzt vielleicht? Für mich sind die anderen Optionen mit Günther und Gosens zu offensiv, aber diese Option werden wir durchaus im Laufe des Turniers auch sehen und gebrauchen können, denke ich. Aber ich glaube, die grundsätzliche Aufstellung gerade gegen die Gegner Frankreich und Portugal wird da eher Halzenberg bevorzugen. Und auf der rechten Seite habe ich mich für Joshua Kimmich entschieden. Das ist vielleicht die erste Überraschung, aber ich glaube, um der DFB-Mannschaft so viel Stabilität wie möglich zu geben, ist Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition essentiell, weil das werden wir jetzt auch im Mittelfeld sehen, warum er da spielen muss. Meiner Meinung nach hat der Kader der deutschen Nationalmannschaft eine große Stärke, und zwar die Qualitäten im Spielerischen. Es ist Kimmich, der fast jede Position erstmal spielen kann, der bei mir jetzt auf Rechtsverteidiger gelandet ist. Und genauso sieht es auf der Position, ja, der 6 aus. Und da habe ich Leon Goretzka und Ilkay Gündogan hingetan. Ihr werdet euch jetzt denken, hä, was macht er denn da? Ich glaube, in der Zentrale ist es ja, so eine Position, gerade mit dem Spieler, der davor jetzt von mir aufgestellt wird, dass die Spieler durchaus rotieren können. Und alle Spieler, die jetzt in der Zentrale spielen, können, egal welche Position, ob 6er, 10er oder auch 8er, ja, perfekt spielen. Und die sind spielerisch alle überragend und haben diese Saison auch durchaus ihre Leistung gebracht. Und für mich, wenn Kimmich jetzt auf der 6 gespielt hätte, wäre Leon Goretzka aus der Startelf rausgeflogen. Und für mich gehört Leon Goretzka auf jeden Fall in die Startelf. Und deswegen habe ich das jetzt so aufgestellt. Auf der linken Außenbahn habe ich mich für Serge Gnabry entschieden. Ich glaube, da sind wir auch alle einer Meinung, dass dieser Mann spielen muss. Und rechts habe ich einen Comebacker. Das ist Thomas Müller, der für mich auf der rechten Seite erst einmal anfangen sollte. Ich kann mir auch vorstellen, dass er als hängende Spitze spielt. Aber dadurch wird dann in der Zentrale ja, einiges ein bisschen problematischer, sage ich mal. Und deswegen würde ich Thomas Müller auf der rechten Außenbahn beginnen lassen. Und als Zehner, beziehungsweise vor den 2 Sechsern, habe ich Toni Kroos, der ja aktuell zwar an Corona erkrankt ist, aber meiner Meinung nach wird er auf jeden Fall sich erholen. Ich wünsche ihm zumindest alles Gute. Ich glaube, Toni Kroos ist mit seiner Erfahrung auch einer der wichtigsten Leute in dieser zentralen Achse. Angefangen bei Manuel Neuer hinten, über Mats Hummels, dann über ja, die Doppel-6 mit Gündogan und Goretzka. Ja, dass das halt die Achse ist, um die sich alles drumherum aufbaut. Und vorne drin habe ich tatsächlich ein bisschen überlegen müssen, wen ich da aufstellen möchte. Ich habe überlegt, ob ich nicht Kevin Volland die Chance geben würde. Und ich glaube, Kevin Volland wird in diesem EM-Turnier, was die für die deutsche Mannschaft meiner Meinung nach gar nicht so schlecht laufen wird, wie viele es aktuell vermuten. Warum, werde ich vielleicht noch ein Video dazu machen vor der EM. Aber ich glaube, Kevin Volland wird auch seine Rolle in der Nationalmannschaft spielen. Viele sind überrascht, dass er nominiert ist, aber ich finde, er hat es absolut verdient. Er bringt tolle Leistungen bei Monaco. Aber für mich ist aktuell Nummer 1 Stürmer für Deutschland trotzdem Timo Werner. Und gerade wenn man sich dann die Offensive anguckt mit Gnabry, Werner, Müller, dahinter kreative Spieler wie Ilkay Gündogan und
gerade eben Toni Kroos, glaube ich, dass wir da eine sehr gute Aufstellung haben. Und das wäre meine Startelf. Natürlich gibt es andere Alternativen, andere Optionen. Wir haben noch super Jungs, die wir von der Bank bringen können. Einer ist Leroy Sané, der durchaus hätte in der Startelf starten können. Aber für mich ist er zu unkonstant. Und das sieht man in vielen Spielen, dass er teilweise lustlos ist. Aber ich denke, gerade so ein Turnier kommt für ihn auch gelegen, um sich halt wirklich einfach von seiner besten Seite zu zeigen. Und Leroy Sané ist immer ein Mann, den man dann in der zweiten Halbzeit bringen kann. Deswegen glaube ich, dass man durchaus auch mit Leroy Sané auf rechts und Thomas Müller als hängende Spitze starten könnte. Wir haben noch einen Kai Havertz, den ich jetzt auch nicht in der Startelf berücksichtigt habe. Aber da gibt es so viele Optionen. Gerade deswegen, wenn das Team harmoniert, glaube ich eben, dass die Deutschen sehr, sehr gute Chancen haben, was viele aktuell nicht so sehen. Das ist aber ganz normal, weil gerade wenn es mal nicht so läuft, ist man in Deutschland ganz schnell mal so ein bisschen, wir sind so scheiße, Jogi Löw macht das so kacke, endlich ist er im Sommer weg. Wir wissen alle, was wir diesem Mann zu verdanken haben. Ich glaube auch, dass er ein paar Jährchen zu sehr dran gehangen hat, aber trotzdem ist das einer, der den deutschen Fußball geprägt hat und wir sollten ihm einen würdigen Abschied gewähren und das wird er sich auch holen, bin ich fest von überzeugt. Und wieso, weshalb, was ich von der deutschen Mannschaft erwarte, kommt vielleicht in einem anderen Video. Deswegen bin ich gespannt auf eure Meinung. Das ist meine Startelf für die EM 2020, die 2021 ausgespielt wird. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like da und falls ihr neu seid, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, haut rein, macht's gut und ciao.